Traumkulisse am Finaltag des 25.000-Dollar-Turniers in Rung und ein strahlender Sieger. Der deutsche Jeremy Jahn gewinnt die 19. Auflage der diesjährigen Sparkassen-Trophy. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit bezwingt der 26-jährige Münchner, Nummer 307 der Welt, seinen deutschen Landsmann Yannick Nantwan klar mit 6:3 und 6:2. Das Spiel verlief von Beginn an nach Plan für Jahn. Es gelang ihm, seinen Gegner in längere Ballwechsel zu verwickeln, bei denen er meist die Oberhand behielt. Yannick Hanfmann, der im Viertelfinale den topgesetzten Italiener Federico Gaia und im Halbfinale Bozensieger José Hernández Fernández aus dem Bewerb geworfen hat, agierte in vielen Phasen des Matches verunsichert und ungewohnt fehleranfällig. Im ersten Satz prägte Jahn seinen Kontrahenten zweimal zum 3:1 und 5:1. Hanfmann verkürzte dann zwar noch auf 3:5, doch Jahn machte wenig später den Sack zum 6:3 zu. Der zweite Spielabschnitt gestaltete sich dann noch einseitiger. Hanfmann fand kein Rezept gegen das aggressive Sandplatztennis von Jeremy Jahn. Der 24-jährige Münchner, der in der deutschen Bundesliga für den Tennisclub Blau-Weiß Neuss aufschlägt, zog schnell auf 5:0 davon. Die Vorentscheidung war gefallen, auch wenn sich Hanfmann noch bis zum 2:5 herankämpfen konnte. Bei eigenen Aufschlag holte sich Jahn im Anschluss den Turniersieg bei der Sparkassen-Trophy 2016. Es ist bereits sein 8. Sieg auf der ITF-Tour, der 4. in der heutigen Saison, nach den beiden Turniersiegen im Februar in Hammamet in Tunesien und einen in Agadir in Marokko. Anschließend verletzte sich der Münchner am Handgelenk und fiel 2 Monate aus. Jetzt das gelungene Comeback. Eigentlich wäre schon so mein Ziel gewesen, Wimbledon zu spielen oder die US Open, aber durch diese langen Verletzungspausen ist es mir leider nicht gelungen, da mich zu qualifizieren für die US Open jetzt im August. Aber Australian Open ist auf jeden Fall ein Ziel. Ich habe halt noch ein paar Punkte, die ich verteidigen muss dieses Jahr, aber durch diese Punkte hier fällt mir da schon mal ein gutes Stück weg. Und der erste Teil ist schon getan, den Top 300 einzuziehen. Und ich hoffe, dass ich die ganze Form jetzt mitnehmen kann in die nächsten Turniere, nächste Woche ins Challenger und weiter Punkte, damit ich halt mein erstes Grand Slam spielen kann in Australien im Januar. Natürlich war Hanfmann von seiner Leistung im Endspiel enttäuscht. Es lief einfach nicht nach Wunsch. Trotzdem zieht er eine positive Bilanz vom Turnier in Rung. Der 24-Jährige aus Karlsruhe spielt seit Wochen in Höchstform, hat im Juli in Kassel, Gramschach und Delfs auch 3 Turniersiege feiern können. Ja, letzte Woche habe ich mir einen Magen-Darm-Virus geholt in Bozen. Deswegen habe ich da die erste Runde nicht voll spielen können. Und dann habe ich mir auch überlegt, ob ich diese Woche überhaupt spiele und habe es dann getan. Und dann habe ich mich ein bisschen schwer getan in der zweiten Runde mal kurz, dann ging es mir aber gut. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich heute irgendwelche Probleme hatte, aber vielleicht fehlt mir noch so ein klein bisschen die Substanz. Und dann jetzt eben am Ende des der Turnierwoche, die immer lang ist, dass ich da noch mal reinhauen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, ich habe heute einfach nicht gut genug gespielt und das ist okay, das passiert. Die Sparkassentrophy war heuer erstmals mit $25.000 plus Hospitality dotiert. Das hat sich auch auf die Qualität des Teilnehmerfeldes ausgewirkt. Im nächsten Jahr wird dann in Rung das 20-Jährige gefeiert.